Rose Fröhlich, echter Patientenfall, heute mit der Fragestellung, wie kann ich Gewicht zunehmen? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ihr Lieben, ihr wisst, plus weg und abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Zum Patientenfall zurück. Ich hatte heute ein Ehepaar in der Beratung, die zur Fragestellung kam, dass das Gewicht bei dem Mann sozusagen zu niedrig war und der Wunsch war, dass dort das Gewicht angehoben werden sollte. Der Grund war, dass dort eine Krankheit im Hintergrund war. Das war aber alles überstanden. Sie haben auch alles Mögliche schon probiert, aber das Gewicht geht nicht so richtig hoch. Und an der Stelle ist es so, dass man immer wissen muss, um die Muskelzellen aufzubauen, brauchen wir immer eine Eiweißlast. Das heißt, wir brauchen einen Anteil von 70 bis 90 Gramm Eiweiß täglich und man muss immer gucken, dass auch genügend Kalorien gegessen werden. Das Ziel ist ja nicht, dass wir nur Fett aufnehmen. Viele denken dann immer so an Schokolade, Süßigkeiten und so. Ja, die kann man auch essen, aber für den Zellaufbau brauchen wir eben eine Eiweißquelle und daher ist es sozusagen wichtig zu gucken, dass Eiweiß gegessen wird. Wer mag, kann hier Milch, Milchprodukte. Wer will, kann hier Fisch oder Fleisch oder Geflügelfleisch nutzen. Eier, Rührei, Spiegel, also was geht natürlich alles. Frischkäse, Käse sind natürlich immer gute Möglichkeiten. Und bei den Milchprodukten geht natürlich auch Kefir, Molke, Buttermilch, je nachdem, was man da mag. Wenn man jetzt drei Mahlzeiten, so war es bei dem Mann, schon in den Mahlzeiten hat, die waren relativ safe bei ihm, das konnten wir auch erstmal so lassen. Es gibt dann immer die Empfehlung zu gucken, dass in der Mahlzeit auch ein Eiweißanteil drin ist. Und bei einer warmen Mahlzeit, ähnlich wie ihr das vom Salat kennt, auch immer gucken, dass noch ein Schuss Öl mit dazu kommt. Das Öl hat ja immer den Hintergrund, dass es die gesunden Fette liefert. Und dann war die Frage, wo kann man das Öl noch reinmachen? Wenn jemand Quarkspeise macht, wenn jemand Joghurt macht, dann kann man auch immer ein bisschen Öl mit reinmachen. In der Regel ist es so, dass ein, zwei Esslöffel pro Tag Öl, zum Beispiel Rapsöl oder bei Kräuterquark kann man auch Olivenöl nehmen, wenn man es mag. Da könnt ihr frei wählen, was ihr gerne nutzen möchtet und was natürlich euch geschmacklich auch passt, die sozusagen in das Essen reinmachen, weil dann haben wir die gesunden Kalorien. Was man dann auch macht, ist, dass man zum Beispiel über die Apotheke hochkalorische Getränke nutzen kann. Die kennen einige immer. Im Handel gibt es ja auch immer welche, wo man die besonderen Milchsäurebakterien drin hat, diese kleineren. Die sind damit aber nicht gemeint, sondern die, die ich in der Apotheke kaufen kann, haben eine spezielle Eiweiß- und Fettzusammensetzung. Und sie haben in dieser kleineren Menge eine, die ist immer so eine körperbetonte Flasche, hat sie sozusagen einen hohen Kaloriengehalt. Das Problem bei diesen hochkalorischen Produkten ist, wenn man die so trinkt, gibt es einigen Leuten, denen wird im Magen schlecht. Und das liegt einfach an dem hohen Eiweiß- und Kalorienanteil, der da gemixt ist. Und daher ist es immer schlauer, wenn man zum Beispiel einen Vanillegeschmack hat und mag das, dann kann man den zum Beispiel ein bisschen Quarkspeise unterrühren. Oder man nimmt den Shake und macht noch ein bisschen Milch dazu, also ein bisschen verlängern. Das muss man so ein bisschen ausprobieren, aber kalorische Drinks sozusagen, die man über die Apotheke nutzt. Es gibt natürlich welche, die trinken die, schmecken die und für die ist das kein Problem. Aber man kann sie, um den Kalorienanteil pro Tag ein bisschen anzuheben, auch immer unterrühren. Das heißt, da so ein bisschen auf die Geschmacksrichtung gucken, was ihr gerne mögt. Und das muss man einfach ausprobieren. Wenn man sagt, das möchte ich nicht, ist mir zu teuer, will ich nicht kaufen. Oder es gibt die übrigens die hochkalorischen, auch manchmal von den Ärzten verordnet. Allerdings haben die immer eine Richtlinie, dass man mit dem Untergewicht genau zur Körpergröße gucken muss, ob man sozusagen nach Leitlinie mit dem BMI auch raus ist. Dann kann man es eventuell auch auf Rezept bekommen. Oder in diesem Falle bei dem Mann war ja eine Erkrankung parallel vorausgegangen. Und dann gibt es das auf diese Indikation mit der Erkrankung. Von daher, oder natürlich, wenn eine aktuelle Erkrankung auch vorliegt, kann man es dann auch damit machen. Aber da könnt ihr sozusagen hochkalorische Drinks euch das auch angucken. Die Hersteller haben auf ihren Seiten meistens überall ein Beispielrezept, was da drauf stehen soll und häufig steht auch dabei, unter welchen Diagnosen sowas zum Beispiel geht. Letztendlich ist es die Frage des Arztes, ob er es verordnet oder nicht. Natürlich kann ich diese Drinks auch in den Online-Apotheken oder ähnlichen so kaufen. Da müsst ihr einfach schauen, was ihr da gerne machen wollt oder jede andere Apotheke.
So, das heißt, dass diese hochkalorischen Drinks eine Möglichkeit, wenn ich das alles nicht will mit den hochkalorischen, dann kann ich natürlich auch Eiweißdrinks selber machen. Das heißt, wenn ich Quark-Joghurt mixe, machen statt Milch zum Beispiel Sahne mit rein, dann hebe ich ja den Kalorienanteil auch an. Und dann würde man an der Stelle immer gucken, dass noch ein Schuss Sahne mit reinkommt. Wer will, kann in die Flüssigkeit auch Eiweißpulver, was man ja manchmal von diesen Sportdrinks kennt, nutzen. Bei dem Eiweißpulver, wenn ihr das verwenden wollt, auch für zwischendurch, ist immer ganz wichtig, dass ihr 80 bis 100% Eiweißpulver auf 100 Gramm euch kauft. Also wenn ich ein Eiweißpulver, könnt ihr überall im Handel einfach schauen, aber bitte nicht niedriger, weil wir eine hohe Eiweißlast haben wollen. Und daher ist es wichtig, dass die immer zwischen 80 und 100% Eiweiß ist. Und dann kann ich natürlich das Pulver mit ein bisschen Flüssigkeit anrühren und zum Eiweißshake dazugeben. Ich kann, wenn ich das Pulver habe, auch alleine anrühren. Das kann man mit Milch machen. Man kann es mit Sahne-Wasser-Gemisch machen. Das ist so ein bisschen die Frage. Man kann auch Milch und Sahne nehmen. Da könnt ihr frei wählen. Manche machen noch einen Schuss, also einen Löffel Quark rein, einen Schuss Joghurt mit dazu. Man kann auch einen Trinkjoghurt nutzen, der ja schon einen Anteil an Kalorien hat. Anteil an Zucker ja meistens auch drin. Dann da ein bisschen Öl rein, da noch ein bisschen Sahne zu. Und zum Beispiel Quark oder Frischkäse noch in der Ergänzung. Den Frischkäse kann man übrigens auch sehr gut, wenn man es geschmacklich mag, auch für die Shakes nehmen. Das heißt, da einfach mal ein bisschen ausprobieren, was ihr wollt. Es gibt ja dann auch noch Skyr. Skyr ist eine Frischkäse-Zubereitung. Also einfach, ich sage jetzt mal ganz platt, dünnflüssiger gemacht und in eine Verpackung gepackt. Ist eine isländische Art von Frischkäse. Könnt ihr natürlich auch gerne verwenden. Ich kriege nichts dafür, nur viele wissen nicht, was eine Frischkäsezubereitung ist. Und die meisten kennen das ja immer nur unter dem Namen. Bin auch von denen nicht gesponsert worden. Also an der Stelle nichts Werbung. Also, dann können wir sozusagen die Eiweißshakes nutzen und die kann man zum Beispiel immer in den Lücken nutzen, wo zu wenig gegessen wird. Und da man nicht immer zum Essen kommt, sind die Eiweißshakes oder die hochkalorischen Drinks eine Möglichkeit, die zum Beispiel zwischendurch einzubauen. Wenn das alles nicht geht, kann man auch überlegen, dass man Zwischenmahlzeiten einbaut, sich eine Brotbox macht, Brot klein schneidet, Käsewürfel rein, Mozzarella rein, wenn man das jetzt zum Beispiel mag. Der Hintergrund ist, wenn ich eine Box habe, wo etwas drin ist, was ich mitnehme, dann fange ich natürlich auch schneller an zu essen, als wenn ich einfach so loslaufe und nichts zu essen dabei habe. Dann kann man natürlich auch Nüsse reinmachen, man kann natürlich Nüsse beim Fernsehen knabbern, weil wir da nochmal einen Anteil, zum Beispiel Mandeln, Walnüsse, da könnt ihr also ausprobieren, Cashewnüsse, natürlich gehen auch Erdnüsse. Es ist immer so, dass der Fettanteil, den wir haben in den Nüssen, ja ein bisschen unterschiedlich ist. Deswegen diskutiert man immer diese Mandeln, Walnüsse wegen der besonderen guten Fettsäuren. Aber wir haben ja auch alle anderen Varianten und auch Geschmacksvarianten. Und um den Kalorienanteil anzuheben, kann man natürlich auch Erdnüsse, Cashewnüsse oder jede andere Art an Nüssen nehmen. Pinienkerne sind etwas teurer, kann man aber auch nutzen. Wird ja immer so für Pestos zum Beispiel genutzt oder irgendwo rüber gestreut. Man kann natürlich auch Sesamkerne, Sonnenblumenkerne, Sesamkerne, Sesam, ich meinte Kürbiskerne, so Sonnenblumenkerne. Sowas geht natürlich auch, weil wir darüber auch einen gesunden Anteil der gesunden Fette sozusagen über die Samen und Körner bekommen. Also ihr seht schon, Ziel ist Essen einbauen, Essen nicht weglassen, die langen Nüchternphasen mit Shake oder mit Zwischenmahlzeiten zu durchbrechen. Und so eine Brotbox oder wenn ich am PC stehe und irgendwas arbeite oder auf der Arbeit die Möglichkeit habe oder zu Hause vom Fernseher, ne? Wenn ihr TikTok schaut, könnt ihr euch einfach einen kleinen Teller vorher fertig machen. Legt ein bisschen Käsewürfel drauf, ein bisschen Obst dazu. Ihr könnt Ei nehmen, klein geschnitten. Ihr könnt euch ein Rührei machen. Ich habe letztens zum Beispiel ein Omelett einfach gemacht und dann zwei, drei Käsescheiben oben drauf. Das Ganze beidseitig gebraten und dann einfach klein geschnitten. Dann kann man das einfach so zwischendurch essen. Bei mir war das jetzt aber nicht, weil ich untergewichtig bin, sondern einfach, weil ich Appetit drauf hatte und was bisschen Salziges haben wollte. Aber solche Sachen gehen. Also probiert es einfach gerne mal aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ihr Lieben, was ihr für Wünsche habt, was ihr gerne an Thematiken hören wollt, was euch fehlt, welche Fragestellungen ihr zur Ernährung habt. Ich danke für euren Support. Denkt nochmal dran, wenn Plus noch nicht weg ist, dann bitte jetzt abonnieren. Ganz liebe Grüße an alle, die ich kenne. Ganz lieben Dank für all euren Support bis zum heutigen Tage. Und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ganz liebe Grüße, eure Sandra.